Was für mich vielleicht, ich weiß nicht, ob Thomas gleich noch was anderes hat, ein besonderes Projekt war, das waren die Gates in New York. Da haben wir, als die 2005 realisiert wurden, die Christus schon 10 Jahre gut gekannt. Wir haben das Projekt im Werden, im Entstehen die ganze Zeit mit begleiten können. Es ging immer mal auf und es ging mal ab. Zum Beispiel war damals Giuliani Bürgermeister in New York und der war der Kunst nicht besonders zugetan und der von Christo und Jean-Claude schon gar nicht und hat sie auch immer wissen lassen, dass solange er dort auch sein Okay geben müsste, das Projekt nicht verwirklicht werden würde. Und trotzdem haben die beiden nicht nachgelassen, haben immer weiter daran gearbeitet. Und eines Tages rief Jean-Claude uns an und hat gesagt, ich habe was zu verkündigen. Was Wunderbares. Wir haben das okay. Wir können die Gates im Central Park aufstellen. Was war passiert? Es war Michael Bloomberg Bürgermeister geworden. Und der war und ist ein Schöngeist, ist selber ein Kunstsammler. Und er ist in der Central Park Conservancy, das ist die Gesellschaft, die alles, was den Central Park betrifft, finanziert und auch mitzutragen hat. Und Michael Bloomberg war eben Christo-Fan und Liebhaber, selber Kunstsammler, wohnte am Central Park West. Freund der Familie Christo. Freund der Familie und dann ist es ganz schnell gegangen, die Zusage kam. Und wir haben das ja so viele Jahre mitbegleitet und in dem Moment, als morgens ganz früh, dass Michael Bloomberg das erste Tor entrollt hat, da rollten bei mir die Tränen. Also vor lauter Emotion und Begeisterung, dass es geklappt hat und dass wir dabei sein konnten. Am Vorher war noch interessant, wir waren im kleinen Kreis bei Christo und Jean-Claude zu einem Abendessen eingeladen und Christo kam dann rein mit strahlendem Gesicht und sagte, was heute passiert ist, ist mir noch nie passiert. Erstens habe ich ein Bild, er wollte gar nichts im Moment mehr verkaufen eigentlich, das erste Mal für 1 Million Dollar verkauft. Und zweitens, was noch viel wichtiger ist, wir haben vor Eröffnung der Gates, haben wir das Geld in der Kasse gehabt, was die Gates gekostet haben. Also noch nie ist ein Projekt bezahlt gewesen, sie haben... Schlau genug waren sie, dass sie immer für jedes Projekt eine eigene Gesellschaft gegründet hatten und haben immer natürlich Kredite gebraucht, die bedient wurden. Und hier war es eben durch diesen Verkauf zum ersten Mal der Fall, dass das Projekt finanziert war am Tag bevor es. Denn er hat ja nie ein Sponsoring angenommen. Er hat ja immer alle Kosten, ob 20 Millionen, 30 Millionen, hat er durch den Verkauf seiner Arbeiten refinanziert.